Also. Und bitte. Ja, hi. Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Ford Granada. Kasseler Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mörbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder, ohne ein Wort zu sagen. Wir waren heute an der Tankstelle, unsere erste Vacation am ersten Drehtag. Und ja, hier ein bisschen drehen, es war noch ein bisschen nass, wir mussten also extra Wasser hin machen. Und heute haben wir ein schöner Oldtimer-Dreh. Und da gab es dann erst so ein bisschen Schwierigkeiten. Das erste Auto war zu spät, das zweite Auto war zu spät, dann kamen sie dann noch irgendwie. Aber wir hatten viel Zeit zum Aufbauen. Dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah es. Sie kamen. Und gerannt. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnell Löcher in den Zaun an einer ungarischen Hexe. Am ersten Morgen. Ich habe einen Spiegel Online-Artikel gelesen über ein Ehepaar, wo der Mann auch mittlerweile leider nicht mehr lebt, dass hier im Sommer 89 an der österreich-ungarischen Grenze 42 Menschen über die ganze Boote haben, weil sie wussten, wo welche Grenzpatrouillen patrouillieren und wo es günstig ist für Bürger der DDR, dort über die Grenze zu gehen. Dieser Sommer 89 war in diesem Sommer extrem, haben sich extreme Zustände abgespielt an der österreich-ungarischen Grenze, weil die ungarischen Grenzbeamten das nicht mehr alles so genau genommen haben. Und die Bürger der DDR quasi das schon versucht haben, so, also auch dutzendweise, aber auch zum Teil nicht geschafft haben, aber zum Teil dann auch doch und dann auch Hilfe bekommen haben, wie gesagt, von diesem Ehepaar aus Österreich, aber auch aus Westdeutschland, haben den Menschen geholfen, gerade über die Grenze zu kommen. Und das ist die Geschichte des Songs. Im Sommer 89. Soll halt aussehen wie Ende 80er Jahre. Also das ist ja die größte Herausforderung. Nichts ins Bild kriegen, was irgendwie verrät, dass es jetzt 2017 ist. Und den Inhalt, sag ich mal, in einer Einstellung transportieren. Also es muss ja in einer Einstellung funktionieren alles, muss dann alles drin sein, alles rüberkommen. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragt ihn eins der Kinder, was denn... Und das Schöne ist ja auch bei dem Musikvideo, das zieht sich dann durch den kompletten Film, dass wir eigentlich immer nur eine Szene drehen, pro Location, das heißt viele Location-Wechsel, aber dafür immer nur eine Szene, wo man sich komplett darauf konzentrieren kann. Dementsprechend ist dann die Ausstattung dabei, sich komplett auf alles zu fokussieren, dass alles perfekt sitzt und wir dann den einen super Shot machen, wo alles passt. Kaum Verstand. Er vermutete damals, dass das sächsisch war. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnitt Löcher in den Zaun an einer... In diesem Fall haben wir jetzt hier in der Werkstatt, nee, das ist ein Eisenbahnladen. Genau, Eisenbahnladen. Im Eisenbahnladen eine Szene gedreht, wo wir einen Dolly hatten und dann haben wir oben drauf auf den Dolly irgendwie so ein bisschen gebastelt, dann den Möwi gebaut. Möwi ist halt so ein schönes Kamerastabilisationssystem, also Hightech pur. Und das heißt, es mussten wirklich drei Leute bedienen. Einer musste halt Schärfe ziehen, einer musste dann den Winkel einstellen von der Kamera und ich habe dann das ganze Ding nach vorne und hinten bewegt. Und dann hat natürlich David noch ein bisschen hier Licht und sowas. Ein bisschen Licht. So ein bisschen Licht. Natürlich dann dirigiert. Andere Leute haben es sich aufgebaut, aber David ist der für den Look zuständig ist. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war, ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht, er macht eine Kurve. Was uns natürlich sehr freut, ist, dass wir dank eines Sponsors mit Cook Linsen filmen dürfen. Aus den 70er Jahren, genau. Das heißt, das passt vom Look geil zur Story und die Dinger sind halt einfach richtig schön vintage und das ist halt total schick einfach. Kaputt machen sollten wir die nicht, weil die kann man tatsächlich auch nicht mehr kaufen. Also von 8,5 mm bis 100 mm ist alles dabei, schön in einem fetten Case, was wahrscheinlich ungefähr auch aus dem Alter kommt, so 70er, 80er. Unbezahlbar sind die. Unbezahlbar, ja.
für diesen Traum steht da Löcher in den Zaun. Mama sagte, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Und mit ein paar Worten fing das Ganze an. Als der Richter sagte, heben sie sich, standen wir zu viel auf, obwohl wir nicht alle angeklagt waren, sondern nur eine Mole. 12 Monate nach 7 raus wegen einem einzigen Schlag mit der Faust. Der Anwalt meinte, mildes Urteil, Glück gehabt. Der Haftantritt dann in 2 Tagen. Wir saßen abends zu viel im Friedrichswagen. Kein Wort fiel, bis einer schrie. Wir hatten zwar mal kurze Drehtage, aber in der kurzen Zeit unglaublich viele Umzüge. Wir haben halt teilweise an Drehtagen, die nur 6 bis 7 Stunden waren, haben wir trotzdem 2 Umzüge und 3 Locations. Das war halt schon ein logistischer Aufwand. Und wir sind halt auch echt ein ziemlich großes Team. Also wir sind ja 16 Leute so im Kernteam, nur von der Uni. Dann sind noch die 4 Leute vom Label dabei. Dann ist noch der externe Kameramann dabei. Und dann sind es irgendwie auch schon fast 20 Leute. Und dann haben wir manche Tagen 14 oder noch mehr Komparsen gehabt. Und dann hat es einfach mal schnell über 30 Leute am Set. Das hat einem trotzdem mal alles ganz gut funktioniert, auch wenn es ein bisschen chaotischer war. Und trotzdem alle gut klargekommen und sind auch wieder Zeit eigentlich. Keiner wusste mehr, wie der Streit begann. Das Schicksal meint nur, hey, ihr seid dran. Es hätte jeden von uns, wirklich jeden treffen können. Und hier und jetzt in Friedrichswagen, das Wissen ohne es gesagt zu haben, obwohl die Brüder nichts mehr. Und bitte! Okay, los. Und natürlich, die Gründe, dass jetzt den Song jetzt so überhöhen klingt, aber trotzdem ist das verstanden, das Wissen, dass natürlich schon der Song die Geschichte einer Flucht ist, dass Menschen helfen, in den Zaun zu kommen. Dass das sehr, sehr menschliche Art ist und dass das wichtig ist. Und es gibt hier in diesem Land auch Leute, die sind ganz anders. Und die möchte ich daran erinnern, dass man findet für immer für alles Argumente, warum das nicht geht. So Leute, die fliehen von wo oder warum auch immer, dass man ihnen sagt, ihr könnt hier nicht hin. So. Aber menschlich ist es, ihnen sie durch den Zaun zu helfen. Und darum geht es ihnen nicht. Also ich finde halt wichtig, dass das ja eigentlich auch ein ziemlich zeitloses Thema ist. So diese ganze Geschichte, die Freiheitsgeschichte, den Drang, irgendwie frei zu wollen, ist ja zeitlos. Und in diesem Fall ist es jetzt die 89er-Flucht, aber die menschliche Komponente ist auf jeden Fall zeitlos. Und das war auch wichtig, die menschliche Komponente weit genug nach vorne zu heben. Thank you.
ja, die Arbeit in dem Projekt mit der Band und dem Label und dem David, dem Kameramann aus Hamburg, war super angenehm, total professionell. Wir hatten eine tolle Stimmung im Team. Alle haben sich gegenseitig unterstützt. So haben wir eigentlich auch alles immer gut gewissen. Es ist nicht normal, nur weil man es nicht besser kennt. Es ist nicht, noch lange nicht, egal, egal, egal. Ich habe nicht davon gehört, denn das ist was passiert. Wir hatten niemandem was erzählt. Es hat super funktioniert. Also ich muss echt sagen, wir hatten alle sehr viel Respekt am Anfang davor. Aber es ist eigentlich doch im Nachhinein war es echt eine schöne Zusammenarbeit. Es hat echt Spaß gemacht und echt super funktioniert. Ja. Weil wir haben auch am Anfang gedacht, dass wir es nicht schaffen können, die ganzen Sachen. Weil es ja echt viel ist. Aber also hat ja doch gut geklappt. Ja, mir hat das Projekt super gut gefallen. Ich hatte eine Menge Spaß, habe viel gelernt vom David, der uns toll unterstützt hat, der uns eben nicht nur die Kamera gemacht hat, sondern hallo David, danke für das, auch mal mit Essen verpflegt hat. Ja. David ist quasi unser Kind für alles gewesen. In diesem Sinne, danke. Soll ich dir noch ein Brötchen rausstellen?